Willkommen auf dem Kanal zu dem neuen Best-of. Mama Lonne hier, yeah, Stress oh yeah. Holt euch Popcorn und genießt die Show. Ich will nicht verreden, also einfach let's go. Leute, bevor das Best-of beginnt, fette Ankündigung. Nächste Woche Sonntag kommt nach langer Zeit wieder Deutsche versus Ausländer Urlaub-Edition. Von dem blauen Bergen kommen wir. Kommen wir. Unser Lehrer ist genauso doof wie wir. Ja, Urlaub, wir gehen Urlaub, 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 Urlaub. Hadi, mashallah. Das ganze Video dann nächste Woche um 12 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Best-of-Folge. Andere Mütter versus meine Mutter beim Baden. Es ist jetzt Zeit, ein gemütliches Bad zu nehmen, okay? Ich mach dann die Wanne mit 50 Liter voll, okay? Damit es auch angenehm für dich ist. Kannst doch herumschwimmen, ist groß genug. Chi-Wan! Hast du mit Chi-Wan Fange gespielt oder was? Wir gehen duschen. Uff, ja? Nimm jetzt Shampoo und mach sauber. Wenn du nicht willst, ich habe auch andere Methoden. Wasser kalt. Wasser war kalt, okay. Passt 40 Grad oder soll ich 60 Grad machen? Nicht, dass du kalt für dich isst. Der Freund, der immer bei ernsten Situationen lachen muss. Bro, ich muss dir was Ernstes sagen. Schieß los, lach aber bitte nicht. Wieso sollte ich lachen? Das ist doch gottlos, wenn man über was Ernstem lacht. Das macht man nicht. Also, meine Mutter hatte gestern einen Unfall. Sie ist jetzt gelähmt und kann sich nicht bewegen. Okay, aber wieso lachst du? Ich hab nicht gelacht. Ich hatte nur was im Hals. Ja, also, sie ist jetzt gelähmt. Ja, nicht nur das. Mein Vater wurde heute ausgeraubt. No! Das ist nicht dein Ernst! Sorry, erzähl weiter. Du wirst wieder lachen. Nein, werde ich nicht. Nein. Na gut. Gestern wurde noch neben den ganzen Sachen mein Hund von einer Katze geschlagen. Er hat sich am Auge verletzt. Die Katze ist ohne einen Kratzer davongekommen. Bruder, was hast du für einen Hund? Da kann ich dir mal was gegen eine Katze tun. Wenn man sein Bild zu lange anschaut. Boah, das Bild von mir schaut ja mega gut aus. Das werde ich sicher posten. Warte mal, wieso schaut da mein Auge so komisch aus? Hä? Das ist doch eigentlich nicht so. Egal, das bemerkt eh keiner. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Warte mal, ist das ein Popel? Ja, pfui Kaki, das ist ein Popel. Hä? Den Popel kann sogar ein blinder Mensch sehen. Soll ich das Bild noch posten oder nicht? Jetzt ist noch das andere Auge schief. Hä? Ich schaue aus wie ein Gollum. Das war am Anfang alles nicht so. Nur weil ich das Bild so lange angeschaut habe. Eigentlich bin ich fresh. Heilige Schimpanse, was ist mit meinem Mund passiert? Wieso ist er so weit unten und wieso ist er so schief und so groß und so? Keine Ahnung. Okay, ich sehe es jetzt ein. Ich bin hässlich. Ja, ich bin hässlich. Wenn mein Sohn mich peinlich finden würde. Tschüss, mein Sohn. Tschüss. Hey, willst du deinem Vater keine letzte Umarmung geben? Papa, hör auf. Was ist daran so schlimm, deinem Vater eine Umarmung zu geben? Wir sind vor der Schule. Hier sind meine Freunde. Und du bist peinlich. Du bist peinlich. Du bist peinlich. Du bist peinlich. Ich bin also peinlich. Ja, das sagt genau derjenige, der gerade eine braune SpongeBob-Hose anhat, die davor gelb war. Für was schämst du dich, hä? Weil dein Vater einen freshen Style besitzt? Oder weil ich eine geile Frau habe? Sei dankbar. Wegen mir hast du eine Mutter, die wie Kylie Jenner ausschaut. Stell dir vor, ich hätte eine geheiratet, die vegan ist und keine Kinder haben möchte. Ja, dann hätte ich wenigstens ein Problem weniger im Leben. Sorry, Papa. Verpiss dich, du warst eh ungewollt. Gründe, um Schluss zu machen. Du, ich mach Schluss mit dir. Weißt doch wieso? Du gibst mir nicht einfach diese Sicherheit, die ich von einem Mann brauche. Sabrina, ich liebe dich so dolle wie Schokoeis. Sebastian, ich muss dir was sagen. Ich lieb dich nicht mehr so wie früher. Wieso? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich schon in den anderen verliebt. Oh nein, in wen denn? Thomas. Oh, wieso Thomas? Ich bin doch cooler. Es gibt nur einen Unterschied zwischen euch. Welchen denn? Er hat viel mehr Buntstifte als du. Jetzt ist es endlich raus.
Er hat sogar Aquamarinblau. Das ist mein Lieblingsblauton. Ehrlich? Nur wegen Buntstifte? Und er hat sogar weißen Bastelkleber. Ja, okay, ja. Nein, das ist ein guter Grund, um Schluss zu machen. Verstehe. Diese eine verrückte Freundin. Happy Birthday to you. Danke, Schatz. Na los, öffne mein Geschenk. Okay, okay. Haare? Überraschung! Wieso Haare? Ich habe gesehen, dass du die Bilder von Eileen.07 geliked hast. Hä? Sie hat sehr schöne Haare gehabt. Warte. Dir haben sicher ihre Haare gefallen. Deshalb habe ich sie abrasiert und dir geschenkt. Vielleicht likest du dann nicht mehr ihre Bilder, wenn sie eine Glatze hat. Schatz, was ist los mit dir? Das war noch nicht alles. Guck nochmal. Ist das ein Fuß? Du hast auch ein Bild von ihrem Fuß geliked. Wenn man bei den Preisen lügt. Papa, schau mal, ich habe neue Schuhe gekauft. Wie viel haben gekostet? Das macht dann 250 Euro. Mit Karte bitte. Sie haben 80 Euro gekostet. Ei, so teuer. Ja, aber die waren im Sale. Ah, super, Schnäppchenjäger, genauso wie dein Vater. Digga, wie viel haben deine Schuhe gekostet? Die haben circa 1400 Euro gekostet. Was? Echt? Ja, die Schuhe hatte Ronaldo an. Mit denen hat er die WM mit Jamaika gewonnen. Schwör auf deine Mutter. Nein, ich schwör nicht auf meine Mutter. Hä? Wieso? Ich hab keinen Bock gerade. Diese Leute, die immer No Front sagen. Bro, du stinkst. Verpiss dich. Hä? Was? No Front aber. Ah, okay, ja, dann passt. Ja, No Front hast gesagt. Dings, Bro, deine Freundin, die ist gottlos hässlich, diese kleine Kach. Was ist los mit dir? No Front aber. Ah, ja, jetzt kann ich's nachvollziehen. Ja, stimmt, ja, hast recht. Ey, ihr da! Glaubt ihr ernsthaft, dass wenn ihr am Ende ein No Front packt, dass das Ganze harmlos und keine Beleidigung mehr ist? Klappe, du Gesicht, Gesteine sammeln. Ja, du Hund, du Hund. Was habt ihr gesagt? No Front aber. Ja, No Front natürlich. Ah, okay, okay. Ja, dann ist gut, dann ist gut. Amigos, yeah! Lehrer an Ramadan. So, Schüler, in der heutigen Stunde werden wir den ganzen Stoff... Oh, Furkan, alles gut bei dir? Ja, ja. Nimm einen Schluck Wasser, das säubert deine Röhre. Ich faste, aber danke. Oh, du faste, stimmt. Es ist ja dieses... Dadadam. Ramadan, ja. Da verzichtest du auf Fleisch, ne? Nicht nur Fleisch, man darf nichts essen. Heilige Tortellini, du darfst nichts essen? Nein. Du Armer. Ja, dann trink wenigstens etwas. Ich darf auch nichts trinken. Furkan, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das kann doch nicht gesund sein. Trink doch etwas. Warte ganz kurz. Schüler, macht eure Ohren zu und schaut euch die Wand hinter euch an, ja? Ja, sehr gut, super. So, jetzt sieht und hört uns keiner. Was ist jetzt los? Furkan. Bitte, trink jetzt was. Du schaust ganz blass aus. Sie verstehen es nicht. Auch wenn uns die Schüler nicht sehen können, Gott kann uns noch immer beobachten. Warte ganz kurz, verstehe. So, Furkan, noch mein letzter Versuch. Das dürfte nicht passieren. Ruf ihn an und sag's ihm. Ja, okay, du hast recht. Hallo, Bro? Ja, was gibt's? Maria, deine Freundin. Sie ist nicht mehr meine Freundin. Yes, endlich! Diese hässliche Kuh, sie hat dich gar nicht verdient. Jetzt bist du frei. Jetzt kannst du jede Woche ein neues Mädchen daten. Genauso wie früher. Genauso wie früher. Bro, sie ist nicht mehr meine Freundin, sondern meine Verlobte. Schatz, was ist das für ein Freund? Ich wollte dir sagen, dass ich mich gestern mit dir verlobt habe. Es tut mir leid. Es tut mir leid, für dich so eine Frau zu haben. Schatz! So Leute, das war's wieder mit der Best-of-Folge. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video natürlich einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wir knacken bald die 700.000 und...